Okay, Preschure. Das heißt aber dann so Preschure, ne? Da haben wir, schade, da haben wir leider keinen Zweier. Eine Drohne, man kann die auch mit Drohnen, guck mal. Logistikdrohne. Harvesting Drone. Guard Drone. Insert in the Charging Station to install Upgrades. Eine Drohne, die für dich farmt. Hold Shift for Info. An urban robot which performs logistic tasks defined by inventories and all fluid tanks with attached logistic frames with an blah blah area control and a development player. Okay, das ist schon wieder, ja, du weißt, wir haben hier, ne, du merkst schon, wir haben hier einiges. Huch, war da gerade eine Angel? Oder ist hier schon wieder, sind hier schon wieder, sag mir nicht, hier sind schon wieder Illager. Dann fresse ich einen Besen. Okay. Okay, ja, viel geguckt, aber nichts geschafft. Sehr schön. Schiebeglastür, da wollten wir jetzt mal gucken. Schiebeglastür, da haben wir sie. Da brauchen wir 3 Eisen und 3-mal Glasscheibe, das kriegen wir hin. 3 Eisen, 3-mal Glasscheibe. Dich brauchen wir auf jeden Fall. 3 Glasscheibe haben wir. Hier haben wir kein Eisen, aber hier haben wir, glaube ich, noch Eisen. Und wir brauchen ja theoretisch nur 2. Was natürlich die Frage jetzt wäre, zack. Ja. Was wir hier machen. Ne? Das würde natürlich dementsprechend, glaube ich, aber das ist in der Mitte tatsächlich. So, pass auf, jetzt möchte ich mal kurz ausprobieren. Haben wir einfach mal theoretisch eine Pressure Plate. Was wir natürlich machen könnten, eine Framed Pressure Plate. Ne? Das könnten wir machen. Framed Pleasure. Da, Framed Pleasure Plate. Da brauchen wir 2 von den Dingern. Haben wir die noch zufällig im Rucksack? Nein, haben wir nicht. Aber ich glaube, aus den Framed Cubes oder Slabs können wir noch mal einen machen. Ne, dann machen wir sowas. Warte mal, können wir da wirklich kein Dings draus machen? Kein Würfel? Nee. Okay, da macht er sowas draus, okay. Ich glaube, aus irgendeinem Frame konnte man das machen. Was bräuchten wir denn dafür nochmal für ein Frame Cube? Wir brauchen Holz und Sticks, die kriegen wir hin. Da haben wir Sticks, da haben wir Holz. Ich würde tatsächlich erstmal Eichenholz-Dings nehmen, ne? Pass auf. 1, 2, 3. Wir wollen ja theoretisch nur 2 Pressure Plates, ne? Was ist das denn? Timber Cross Brace. Ich will mal kurz gucken. Okay. Kann man damit irgendwas machen? Kann ich da irgendwie... Ach, was? Das eröffnet ja ganz... neue Sachen. Ich glaube, wir müssen an eine Mühle nochmal ran, Leute. Ich glaube, wir müssen an eine Mühle nochmal ran. Warum ist denn die Erde eigentlich da oben? Ach ja, stimmt für das, ne? Aber warum ist denn da? Ist da Erde? Nee, warum ist da keine Erde? Ah nee, ist glaube ich nur an der Seite. Ja, die Frage ist, würde das aussehen, ne? Wenn wir das dann... Aber... Ja. Okay. Das eröffnet natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, irgendwas in einem bestimmten Stil zu bauen. Geil. Okay, aber wir wollten ja erstmal den machen. Hochhilfe. Wollten ja erstmal den machen. Zack, zack, zack. Habe ich es falsch? Nee, ich habe es falsch gemacht, ne? Ja, ich glaube, ich habe es wieder falsch gemacht. Hallo? So und so. Da kriegen wir 4 draus. Dementsprechend 2 Pressure Plates. Okay. Die könnten wir hier anbringen. Es funktioniert sogar schon mal. Das ist sehr gut. Ist jetzt die Frage, was machen wir da als Cover? So ein Kiwi-Moped? Oder tatsächlich hätte ich gedacht, vielleicht mal, aber das macht gar keinen Sinn, ne? So eine Glas-Moped? Sonst hätte ich gesagt, ich mache hier Dings, ne? Wie heißen sie? Grasblöcke. Obwohl, ich glaube, das passt gar nicht hier rein, ne? Ich mach mal hier den hier.
Das passt, glaube ich, gar nicht mal so rein. Oder vielleicht sowas hier? Wir experimentieren ein bisschen. Ich kann gar nicht mehr richtig sprechen. So, zack, zack. Ne, dass wir ein bisschen mal was anderes haben. Ja, ich glaube, das geht. Ja, finde ich gut. So, la 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 la. Hier ist dann die Verkaufsdecke. Eigentlich wollte das auch noch eine Küche, ne? Ne, dann machen wir hier Küche rein. Hier machen wir Küche. Hier ist Verkauf. Hier haben wir dann Dinger. Hier haben wir dann noch... Oh nein, bitte nicht. Wie bist du? Sage mal. Ach ja, hier müssten wir auch noch welche machen. Pass auf, dann mache ich das mal eben. Ja, es wird gerade Nacht, ich weiß. Machen wir ganz schnell. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Dann haben wir nämlich die 4 auch aus dem Inventar hier, ne? So. Genau, dann geht das auch direkt zu. Sehr schön. Geil. Ja, es gefällt mir. So, ich geh pennen. Gute Nacht. Müsste gleich mal was trinken. Obwohl, jetzt ist noch früh. Oh nein, er hat seinen Lama verloren. Oh nein. Vor allen Dingen ist natürlich geil, wenn man da bauen will. Okay, wir bräuchten auf jeden Fall erstmal ein Dach. Die Frage wäre natürlich, würde ich das einfach standardgemäß aus Fichtenholzbretter machen? Oder vielleicht auch mal, hier ist wirklich nur Stein, ne? Genau. Oder halt die, ja, ich nehme mal die Dinger wieder mit, ne? Ja, ich weiß. Du bist schon wieder am Schreien, nimm die Scheiße mit! Ja, ich mach's ja. Mit der Axt bitte. Ne? Ich weiß, wir könnten sie auch so abbauen, aber ich habe keine Lust, dass sie mir dann kaputt gehen. Das muss ja auch nicht sein, ne? So, Carpenter's Table. Und dich packen wir auch nochmal dahin, den Glasblower. Zack. Ob wir da vielleicht mal was anderes nehmen. Spruce Plank Shavings. Box Spruce Planks. Ich weiß halt nicht, was wäre denn so eine Decke? Ne, so deckenmäßig. Thin Spruce Planks. Oder mal vielleicht sowas. Stacked Spruce Planks. Wir schauen einfach mal, ne? Wir können sie ja immer noch umändern. So. Ich glaube, das wäre auch mal geil, ne? So. Ja, es ist natürlich, man muss natürlich dementsprechend gucken. Eigentlich müsste es noch eine höher wegen Lampen und so. Aber da würde ich dann vielleicht, ja, mal schauen, von der Decke. Ich weiß nicht, das sieht eigentlich ganz geil aus, oder? Ich weiß auch nicht, ich bin noch nicht so überzeugt davon, aber... Was ist das denn hier? Nee, das auf jeden Fall nicht. Nee. Das auf jeden Fall nicht. Wicked Spruce Planks... Westside Spruce Planks, schauen wir einfach mal. Nee, das sieht so schäbig aus. Das sieht so ein bisschen schäbig aus. Fine Spruce Planks, also richtig fein. Es ist halt so hell, ne? Es ist halt alles so ein bisschen hell. Das ist so ein bisschen... Ja. Bricky Spruce Planks, vielleicht sowas? Ich glaube, sowas wird schon eher passen, oder? Ja, ich muss mal hier wieder mein Shapeless machen. Ich glaube, sowas wird doch eher passen. Pass auf. Du kommst auch mal weg. Dann probieren wir es mal so. Ja, das sieht schon viel besser aus, finde ich, oder? Da ist halt auch ein bisschen mehr Struktur mit drin. Als dieses öde, fade. Ja, es sieht halt so gehobelt aus. Weißt du, wie ich meine? Was war das jetzt für ein Ding? Scheiße, was war das denn jetzt nochmal? Enclosed? Nee. Framed? Nee. Nee, irgendwas mit Brick. Wenn ich sehe, erkenne ich es. Hoffentlich. Irgendwas mit Brick, 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 Brick. Nee. Ach, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Wie hier? Also, es ist irgendwas mit Brick, meine ich. Herringbone, auch sehr schön. Nein.
Sehe ich das jetzt gerade nicht oder bin ich... Hier, ne? Bricky, da. Bricky Spruce Planks. Genau, das waren sie. Theoretisch könnte man auch mit dem Holz ein bisschen spielen und noch ein Muster reinmachen. Aber ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt wäre. Ne, das weiß ich nicht. Das reicht nicht aus, wir brauchen noch ein paar. Im Inventar hatten wir jetzt nichts, ne? Wir haben zwar den Fichtenstamm, aber warum nehmen, wenn wir erstmal hier noch ein bisschen haben? Okay, Bricky. Wäre geil, wenn man hier auch nochmal suchen könnte, ne? Wenn man halt schon so viele Möglichkeiten hat. Man hat wirklich so viele Möglichkeiten, das ist unglaublich. Bricky, wo war es denn jetzt? Es war, glaube ich, hier weiter oben, ne? Hier, ne? Ja, Bricky. Bricky Spruce Planks. 64 brauchen wir jetzt nicht, aber ja, dann machen wir das einfach mal so. Zack, zack, zack. So, mir fällt gerade auf, Vergangenheits-John hatte vorhin gesagt, ich hätte noch was zu erzählen. Stimmt, da habe ich ja gesagt, das fällt mir nicht ein. Ja, was soll ich dir sagen, ne? Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich glaube nicht. Ich hatte so Probleme mit PSN, ne? Das Problem ist bei PlayStation, dass du halt deine E-Mail nicht ändern kannst. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, wie bei meinem Fall, keinen Zugriff auf deine alte E-Mail hast und willst deine E-Mail ändern, kommst du halt nicht mehr da drauf. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also beziehungsweise, wenn du halt deine E-Mail-Adresse umändern möchtest, kriegst du erst einen Link auf deine alte E-Mail-Adresse, wo du ja keinen Zugriff mehr hast. Und kannst dann erst sagen, ja, ich möchte die E-Mail-Adresse ändern. Das ist so, irgendwie, weiß nicht, so kompliziert. Deswegen waren diese Probleme mit PlayStation. Ich hatte da auch angerufen. Nur das Problem war, dass mein Account auch auf eine zweite PS4 wohl angemeldet war oder ist, wie auch immer. Ja, da sind halt zwei Seriennummern. Die eine habe ich, die andere nicht. Deswegen konnten sie halt meine E-Mail-Adresse jetzt nicht umändern. Das Problem an der Geschichte war, dass ich da noch ein Jahresabo hatte, weil ich hatte immer ein Jahresabo bei PlayStation, weil zwischendurch ist man ja mal auf der PlayStation unterwegs. Aber da halt eben nicht, ne? Deswegen, der konnte mir tatsächlich das Abo kündigen, was ich auch sehr nett fand. Nichtsdestotrotz ist natürlich der ganze Account mit den Spielen, was eigentlich auch eine totale Frechheit ist, mit den Spielen, mit den Speicherständen ist natürlich alles weg jetzt. Weil die so blöde, natürlich Sicherheit schön und gut, ne? Aber es ist halt echt nervig. Ne? Das Ding war halt, das war sowieso so witzig. Ich hatte am Anfang, wo ich mich anmelden wollte, so ist das richtig so? Ja, ne? Machen wir so. Wo ich mich anmelden wollte, hatte ich das richtige Passwort drin. Da sagt er mir, nein, das geht nicht, das geht nicht. Hab's tausendmal versucht, pipapo, noch andere Passwörter und dann war das Konto erstmal gesperrt. So. Dann konnte ich es wieder irgendwann eingeben, hatte dann wieder das richtige Passwort und dann hieß es, ja, um deine Identität zu bestätigen, haben wir einen Link an deine E-Mail-Adresse geschickt. Ja, nur das Problem ist, ich komme ja auf diese scheiß E-Mail-Adresse nicht mehr drauf. Weißt du? Und deswegen... Ich meine, ich habe das sowieso bald vergessen, aber trotzdem ist es schade. Ich hatte da Kingdom Come Deliverance, ich hatte Bus Simulator da drauf, ich hatte so viele Spiele da auch gekauft, dass es eigentlich schon eine riesen Verarsche ist. Ne? Und dass man da halt wirklich nichts machen kann. Das ist halt so, naja, wie dem auch sei, egal. Ne? Im Endeffekt ist es wirklich egal, aber ist natürlich trotzdem schade. So, pass auf, jetzt wollen wir mal hier, ne? Schauen wir mal, dass wir das hier hinbekommen mit dem Dach. Und wenn ich das Haus fertig habe, beziehungsweise, ja, in eine Richtung müssen wir nochmal schauen. Aber dann würde ich gerne das Dach anfangen. Spitzdach, ne? Hauptsache erstmal das Spitzdach und dann schauen wir mal. Ich bin tatsächlich am Überlegen, anstatt wir den Kobbel dann nehmen. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier, ne? Warte mal. Ja, so. Funktioniert das? Ja. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber es funktioniert. Ob wir da auch Stone-Dach nehmen können, weißt du? Clean-Stone-Dach. Ich glaube, das hatte ich schon mal ausprobiert oder hat es auch schon mal hergestellt. Nur die Frage ist halt dann auch im Endeffekt, ob das dann auch passt, ne? Das muss ja auch dann dementsprechend aussehen.
Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. So, zack. Dann können wir da oben drauf. Ich mach mal kurz den Jetpacko an. Ruppapa. Jetzt muss ich schauen. Nee. Nee, nee, nee. So, ne? Genau, einmal rum. Und dann theoretisch... Ja, wollen wir das mit Dachboden machen? Eigentlich schon, ne? Wegen Lagerfläche und so. Dann könnte man sagen, okay, pass auf, hier hinter der Theke, da geht dann halt noch so eine Leiter hoch, dass man da dann noch hoch kann. Dementsprechend müssten wir dann das Dach auch anpassen. Das sollten wir hinbekommen, ne? Ja, das sollten wir hinbekommen. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade aufstoßen muss. Huch, Entschuldigung. Ja, das war so... So diese Network-Playstation-Geschichte, die halt auch echt, Mann, ne? Ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Das Ding ist halt, ich habe ja das Passwort, ne? Ich habe ja das Passwort und ich habe ja auch die E-Mail-Adresse, so ist es ja nicht, aber ich muss diesen blöden Link bestätigen auf die E-Mail-Adresse, wo ich halt überhaupt keinen Zugriff mehr habe und das schon seit vielen Jahren. Und ich wollte damals die E-Mail-Adresse, ändern, aber es ging halt nicht, ne, weil das so blöd ist. Überall kannst du deine E-Mail-Adresse einfach so ändern. Nur da nicht. Nur da nicht. Ich weiß auch nicht, warum am Anfang das falsch angenommen hat. Vielleicht war es auch falsch, aber wäre es dann besser gewesen? Man weiß es nicht, ne? Hätte es dann direkt funktioniert? Man weiß es nicht. Das ist halt so, ja, schade, ne? Vielleicht hätte ich es dann nochmal retten können. Und dann dementsprechend, obwohl ich hätte die E-Mail-Adresse sowieso nie ändern können. Weil das auch totaler Schwachsinn ist. Stell dir mal vor, du würdest jetzt deinen Account bei dem und dem machen. Bei dem und dem anmelden, ne? Da musst du ja wirklich alle Seriennummern parat haben. Falls sowas sein sollte, damit du halt deine E-Mail-Adresse zurücksetzen kannst. Es ist so ein kompletter Schwachsinn. Ich finde es wirklich schwachsinnig. Wie gesagt, Sicherheit schön und gut, ne? Aber das geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Oder ist es halt kompletter Schwachsinn? Ne? Normalerweise sollte das so sein, weil es hieß, ja, du brauchst die Seriennummer da, wo du deinen Account erstellt hast. So, und das war diesejenige PS4. Oder halt im Endeffekt dann auch die PS3, die ich ja auch noch habe, die ich dem netten Herrn Kollegen ja erzählt habe, die ich die noch habe. Nein, es ist tatsächlich hier noch eine weitere PS4, wo du denkst, ja gut, ne? Wie lange habe ich die schon? Bestimmt schon 15 Jahre. Gab es die schon vor 15? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit, ne?